Was passiert, wenn Stein und Dreck zwischen dein Display und dein Topcase kommen? Genau darum geht es in meinem heutigen MacBook-Tipp. Der Fall ist ganz, ganz frisch. Der Kunde hatte jetzt sein MacBook draußen in der Natur gehabt und dabei waren Steine und Dreck in den kleinen Schlitz zwischen MacBook und Display gerutscht. Wie du hier auf den Bildern sehen kannst, ist in dem Moment, als er das MacBook geschlossen hat, das komplette Glas zersplittert. Und zwar genau in dem Bereich, der Topcase und Display miteinander verbindet. Durch diese Glassplitter ist das Flexkabel darunter kaputt gegangen und durch diesen Schaden ist das Logic Board durchgebrannt, und zwar die GPU im Logic Board. Die Folge davon: Display kaputt, MacBook kaputt, wir müssen retten. Natürlich retten wir das MacBook gerne für den Kunden, aber so ein Fehler hätte vermieden werden können. Ihr könnt euer MacBook gerne mit rausnehmen, aber achtet immer darauf, dass kein Dreck reinkommt, weder in die Ports noch in diesen sehr empfindlichen Bereich zwischen Topcase und Display. Und schon habt ihr noch länger was von eurem MacBook. Hat dir der Tipp gefallen? Dann gebt dem Video ein Herz und macht das Plus weg, denn morgen gibt es schon den nächsten MacBook-Tipp. Ciao!